Hallo, ich bin ja bekennender Fan von Don Camillo und Pepone. Ich habe die Bücher von Giovanni Guareschi gelesen und habe auch die Verfilmungen aus den 50er und 60er Jahren mit Begeisterung angeschaut. Ich schaue es heute noch gern an. Jedes Mal, wenn sie laufen im Fernsehen, wird Don Camillo und Pepone von mir angeschaut. Ich habe auch schon zweimal Urlaub dort verbracht, in Brescello, in der Ortschaft, in der die Geschichte von dem kommunistischen Bürgermeister und dem militanten Pfarrer gespielt hat. Waren ganz tolle Tage da. Ja, aber jetzt muss ich einen Brückenschlag machen. Ist eigentlich das Thema ein bisschen anders. Vorgestern Fernseh geschaut, ist nichts Rechtes gelaufen, was mir gefallen hat. Bisschen rumgezappt, und dann bin ich irgendwann bei D-Max gelandet. Und da kamen neue Folgen aus Peterslar von den Steel Buddies. Hat mir gut gefallen, lange nicht mehr geschaut, interessiert zugeschaut und unterm Schauen. Meine Frau musste zwangsläufig mitschauen, weil ich das so bestimmt habe, das Programm. Der war es aber dann egal, die hat mitgeschaut und dann war natürlich Michael Manosakis wieder im Fernsehen. Großer Auftritt und meine Frau, jedes Mal, wenn sie sieht, sagt sie Folgendes: Der schaut aus wie der Don Camillo, der könnte Don Camillo spielen. Und was soll ich sagen? Sie hat absolut recht, wenn man sich die Fotos so anschaut von den beiden, sieht man doch gewaltige Parallelen vom Gesicht, vom Gebiss. Sollte es zu einer erneuten Realverfilmung kommen, Michael Manosakis wäre der perfekte Don Camillo. Fernandel, der alte Darsteller, dem hat man ja immer nachgesagt, der hat ein Pferdegesicht. Das würde ich ja nie behaupten. Ja, wäre eine lustige Geschichte, den Michael mal in die Klamotten reinzupacken von Don Camillo. Und ihr werdet sehen, würde wunderbar passen. Hier hinten seht ihr noch zwei Bilder von mir. Einmal Don Camillo, einmal Pepone auf dem Wahlplakat, vor Jahren mal gemahlen, aus reiner Fanliebe. Ja, das war's auch schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.